Hallo zusammen und willkommen. Wenn ein Fuß immer wieder falsch oder sehr stark belastet wird, kann es passieren, dass der Körper versucht, gegenzusteuern. Um für Stabilität zu sorgen, lagert er an den stark betroffenen Sehnenansätzen Calcium an. Dadurch entsteht dann ein sogenannter Fersensporn. Hierbei bildet sich ein dornförmiger Fortsatz im Bereich der Fußsohle, der am Fersenbein die sogenannte Plantar Aponeurose reizt. Damit ist ein Sehnenbündel gemeint, das von der Ferse bis in die Zehen zieht. Zudem kann es auch vorkommen, dass dieser Fortsatz in Richtung der Wade zeigt. Diese Beschwerden werden dann als oberer kranialer Fersensporn bezeichnet. In der Regel erzeugt dieser zusätzlich auch eine Überreizung des Achillessehnenansatzes, die sehr schmerzhaft sein können. Aber wie entsteht eigentlich ein Fersensporn? Es gibt unterschiedliche Faktoren, die einen Fersensporn erzeugen können, wie zum Beispiel Plattfüße, Hohlfüße, das regelmäßige Tragen von High Heels, Übergewicht, regelmäßiges langes Stehen, einseitige Belastung eines Beines, falsch sitzende oder abgetragene Schuhe, Laufen auf hartem Untergrund, Muskelschwäche und eine verkürzte Muskulatur. In vielen Fällen macht sich der Fersensporn nicht selbst bemerkbar. Wenn die Fehlbelastung aber länger anhält, kann sich das Gewebe um den nun kalkhaltigen Fortsatz entzünden. Dadurch entstehen Schwellungen und Schmerzen, die insbesondere beim Gehen oder Joggen noch stärker ausfallen. Wer selbst etwas gegen den Fersensporn unternehmen will, sollte regelmäßig unterschiedliche Dehnübungen und Stabilitätsübungen durchführen. Denn dadurch lässt sich die Fußstellung verbessern, sodass die Fehlbelastung nicht mehr so stark ausfällt. Zudem gibt es einige Hausmittel, die gegen die Schmerzen helfen und die Kalkablagerung reduzieren können. Einige davon stellen wir dir heute vor. Los geht's! Nummer 1. Apfelessig. Apfelessig kann dabei helfen, überschüssiges Calcium aus dem Körper zu ziehen. Zudem kann er die Schmerzen lindern und Entzündung abmildern. Hierfür füllst du eine kleine Wanne mit warmem Wasser und gibst eine halbe Tasse Apfelessig hinzu. Dann stellst du deine Füße hinein und lässt sie dort für ungefähr 5 bis 10 Minuten einwirken. Um den Fersensporn zu bekämpfen, solltest du die Anwendung zweimal am Tag für ungefähr 1 bis 2 Wochen wiederholen. Du kannst aber auch ein Tuch in Apfelessig tränken, legst dieses auf die betroffenen Hautstellen auf und befestigst es mit einem Verband. Nummer 2. Backpulver. Auch mit Backpulver lassen sich die Kalkablagerungen reduzieren, denn in diesen befinden sich spezielle Kristalle, die die Calciumablagerung schon abbauen können. Des Weiteren wirkt Backpulver schmerzlindernd und kann entzündliche Vorgänge stoppen. Vermische eine halbe Tasse mit lauwarmem Wasser, sodass eine Paste entsteht. Diese gibst du auf den Fersensporn und deckst die Stelle mit einem Pflaster oder einem Verband ab. Die Anwendung kannst du täglich für 1 bis 2 Wochen wiederholen. Nummer 3. Alfalfa. Alfalfa sorgt dafür, dass die Knochen gesund bleiben. Die Pflanze enthält auch viele gesunde Mineralien, die der Körper für unterschiedlichste Arbeiten benötigt. Auch Alfalfa kann Schmerzen lindern und Entzündung reduzieren. Um sie auch gegen Fersensporn einzusetzen, musst du einen halben bis maximal einen Teelöffel der Samen in eine Tasse mit kochendem Wasser geben und das Ganze dann ungefähr 20 bis 30 Minuten ziehen lassen. Anschließend gibst du etwas Honig hinzu und trinkst den Tee 3 bis 4 Mal täglich. Sobald die Schmerzen nachlassen, reichen dann auch 1 bis 2 Tassen am Tag. Nummer 4. Kokosöl. Kokosöl kannst du wie eine natürliche Feuchtigkeitscreme verwenden. Sie kann den Fersensporn aufweichen und dadurch die Schmerzen reduzieren. Am besten reibst du betroffene Hautstellen mit warmem Kokosöl ein und lässt dieses dann einige Stunden einwirken. Wenn du die Anwendung am Abend vor dem Schlafengehen noch einmal wiederholst, hast du am nächsten Morgen weniger Beschwerden. Nummer 5. Kurkuma. Kurkuma hat viele positive Wirkungen auf den menschlichen Körper. Und auch bei Fersensporn kann er sehr nützlich sein, denn es hat eine ähnlich schmerzstillende Wirkung wie Ibuprofen, Aspirin oder diverse rheumatische Medikamente. Wenn du es gegen Fersensporn einsetzen möchtest, gibst du einen Teelöffel des Pulvers in eine Tasse Mandelmilch. Die Mischung erhitzt du in einem Topf und kannst sie anschließend direkt trinken. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Tipps, Tricks und interessante Informationen rund um das Thema Gesundheit findest du auch auf unserer Homepage unter www.gesundheitsblatt.com. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns gerne mit einem Daumen nach oben, teile diese mit deinen Freunden und abonniere unseren Kanal.